immer, würde ich sagen. Glätteisen habe ich zu Hause gelassen. Naja. Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Ich habe mein Glätteisen übrigens auch zu Hause gegessen. Offensichtlich. Ja. So sieht es aus. Ja, ich sitze wieder hinter einem Wohnmobillenkrad. Ist das großartig? Und wie ist das eigentlich passiert? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich war's. Richtig. Susi hat gesagt, sie will unbedingt nochmal wieder in den Süden ein bisschen Sonne tanken. Ja, wir haben 2 Wochen Ferien in Hamburg und auch woanders. Und ja, der Herbst ist da und ich habe gesagt, ich würde gerne noch mal ein bisschen Sonne tanken, bevor der Winter kommt. Ja, und Marco hat gesagt, ja, ist ja kein Problem, machen wir. Ich habe die perfekte Idee gehabt und da fahren wir jetzt hin. Mhm. Ja. Also richtig glauben kann ich es noch nicht. Da ist alles mit drin, Leute. Alles, alles. Von Bootfahrt, Abenteuer bis über karibische Strände. Alles, wirklich. Mhm. Es wird großartig. Ich traue dem Rat noch nicht so ganz. Aber mal schauen. Ich glaube, die wollen mitkommen. Mhm. Aber Leute, in England essen sie ja auch Gänse. Ich glaube auch. Lecker Gänsebraten. Ja, bleibt mal lieber hier. Ja. Und schreibt mal in die Kommentare, wer von euch hat denn schon mal im Omnia so einen Gänsebraten gemacht? Tschüss. Tschüss, Gänse. Hier gibt es nichts. Tschüss. Guck mal, die sagen auch noch. Okay. Bis in die Kabine kommen. Alles klar. Okay. Dankeschön. Schöne Danke. Ich habe so Bock, wieder mit dem Wohnmobil unterwegs sein. 2 Wochen, ja, Schulferienzeit. Effektiv nutzen, also überbrücken wir einen großen Streckenabschnitt mit der Fähre. Susi freut sich auch schon wie verrückt auf die Fähre. Wasser, Wind und große Wellen, ihre Lieblingskulisse. Kein Land in Sicht. Naja, vielleicht ein bisschen Ironie am Horizont. Denn auch wenn Susi immer den klaren Durchblick hat, ändert sich das Bild auf hoher See mit den entsprechenden Tabletten gegen Seekrankheit. Also, auf zu neuen Abenteuern. Mit oder ohne klarem Durchblick. Denn manchmal sind es ja gerade die verschwommenen Aussichten, die die besten Geschichten schreiben. Ja, wahrscheinlich schon. Wir sind auf der Fähre. Ja, sitzen meine Haare? Meine? Ja, super. Na, Lotti sitzen aber, oder? Yeah. Bist du aufgeregt, Lotti? Ja. Richtig toll. Oh, Mann, oh Mann. Ja. Hier habe ich unsere Karten. Wir haben unsere Sachen gepackt. Jetzt geht's raus und wir suchen unsere Kabine. Yay, los geht das. Wer kann, der kann, ne? Zugegeben, dieses Zimmer mit Meerblick ist wahrscheinlich das kostspieligste, das wir in letzter Zeit reserviert haben. Trotzdem haben wir uns für eine Außenkabine entschieden und bezahlen für die Hin- und Rückfahrt für 2 Erwachsene, ein Kind und ein Wohnmobil unter 7 Meter insgesamt 1510 Euro. Aber wir sparen natürlich auch an Zeit und Strecke. Dennoch ist es natürlich ein ordentliches Sümmchen. Wo ist der Rest der Kabine? Alter Schwede. Okay, die ist sehr klein, hä? Die ist sehr viel kleiner als die nach Island, würde ich mal behaupten. Absolut. Absolut, aber fast genauso teuer. Leider ja. Ja. Lotti, leg die Leckerlis hin. So, komm, dann schmeißen wir, oder? Unsere Sachen mal hin. Hier
wird vor dem Anlegen wieder geöffnet. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Guest Service Center. Wir wünschen Ihnen noch einmal eine angenehme Reise mit DFDS. Dames und Herren, der Kapitän an der Bemannung geht um von Mittelhaufen. So, das reicht jetzt, oder? Ja. Ich muss es ja kurz erzählen, wir sind hier auf der Tieretage. Hier gibt es auch Leckerlis für Hunde. Lotti war schon begeistert, hör auf die zu essen. Die sind für Hunde. Wir haben nämlich nicht bei der Buchung darauf geachtet, dass da steht tierfreundliches Zimmer. Nee, so war das nicht. Sondern? Also, es gab keine Zimmer mehr für 3 Personen. Ja, da stimmt. Da war alles ausgebucht. Ja, außer für 5 Personen hätte es gegeben, ne? Genau, und das sollte dann noch mehr kosten. Und dann habe ich gesagt, naja, für eine Nacht so. Ja. Und dann kommen wir hier hin und dann hörst du schon links und rechts das Gejaule. Ich verstehe es ja. Wenn ich Hund wäre, man würde mich hier in so eine kleine Kabine alleine Absolut. Lassen. Absolut. Ich weiß auch jetzt noch nicht, was Terror. Hier so tierfreundlich ist. Die ist Keine Ahnung. Klein. Vielleicht ist ja noch ein Wassernapf unterm Bett. wir sind zur Rezeption. Aber es riecht hier auch ein bisschen nach nasser Hund. Ne? Also Leute, die Hunde haben, die wissen das. Die finden das auch nicht schlimm. Nee. Wir haben aber keinen Hund. Bei uns riecht es immer nur nach nasser Lotti. Gar nicht. Das stimmt gar nicht. War nur Spaß. Ja, genau. Deswegen haben wir gerade bei der Rezeption gefragt, ob wir ein anderes Zimmer bekommen. Jetzt kriegen wir ein anderes Zimmer und zwar in der 11. Da gehen wir jetzt mal hin. Also jetzt sind wir im 5. Stimmt. Und der Ausblick ist so, zeig mal. Ja, ist okay so. Ja, geht so, ne? Ja. So, auch mal gucken, wie es da oben ist. Genau. Nadine, nimmst du noch deine Pippi mit? Laufen wir mal los, ne? Ja. So einen willst du haben? Ja. Mhm. Oh, der ist wirklich süß. Ja. Oh, hier riecht es ein bisschen, aber hier hängen halt auch überall diese kleinen Hundebilder. Also Hundebesitzer fühlen sich hier, glaube ich, sehr, sehr wohl. Aber die Kabine ist so wirklich klein. Hier, hört ihr es? Da wohnt schon einer. Da auch. Schnell weiter. Ja. Genau, nee, das konnten wir nicht ertragen. Es geht ja auch die ganze Nacht so. Während die Herrchen an der Bar sitzen und sich besaufen, müssen hier die kleinen vierbeinigen Freunde nämlich in der Kabine warten. Ja. Und die werden dann die ganze Nacht jaulen. So, Marco, jetzt leg mal einen Zahn zu. Ich habe so, mein komm, Kabi. Lotti, du musst ein bisschen laufen. Da, wo es nicht glatt ist, kannst du laufen. Du musst ja auch noch rechtzeitig diese Tabletten einwerfen. Richtig. Wieso, schwankt jetzt schon was? Oben wackelt es doch mehr, oder? Nein? Okay. Ah, hier. Fahrstuhl. Drückst du mal bitte? Ich glaube, ich habe meinen. Wofür braucht man. Achso, wenn man runtergeht, ne? Ist dieser untere Schnipsel immer. Topfloor. Ey, das ist ganz oben, ne? Oh, Topfloor. Die Karte zum Glück. Oder zum. Guck mal, hier ist ein Tisch. Achso, neben anderen war auch ein Tisch, aber. Da hinten ist sogar ein Stuhl. Aber, guck mal, hier hinten ist nochmal ein Stuhl, genau, eine Ablage. Das Zimmer ist auf jeden Fall. Hier ist eine Leiter. Ja, das ist cool. Das Zimmer ist auf jeden Fall größer. Und? Oder? Wir sind direkt bei den. Oh Gott. So, Ja, das ist meins! Das ist meins! Das sind Rettungswesten. Also gut. Weißt du, warum hier auch nicht so viel Komfort ist? Nee. Also, es ist ja auch kein Schrank oder so, weil es ist halt auch nur eine Nacht, ne? Ja, gut. Island das stimmt. Bisher. Das ist ja das Badezimmer. Wie sieht das denn aus? Das sieht ganz okay aus. Wer will jetzt wohl schlafen? Guck mal, sieht sauber aus. Augenblick, Lotti. Meine Damen und Herren, wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass unsere Skybar auf dem Sonnendeck geöffnet ist. Hier können Sie Bier, alkoholische Getränke, Mineralwasser und Snacks genießen. Dames und Herren, wer will in Ihre Patentmarke, dass unsere Skybar auf dem Boden zu Und das letzte Mal, als wir Fähre gefahren sind, war ja gerade die Fußball-WM. Und heute ist ausgerechnet auch gerade Rugby-WM. Ich habe ja selber mal Rugby gespielt, deswegen bin ich natürlich sehr, sehr interessiert. Heute spielt auch England. Wir fahren nach England mit einer, gut, okay, einer dänischen Fähre. Aber ich glaube doch trotzdem muss hier irgendwo Rugby übertragen werden, oder? Hoffst du? Ja, Mann.
Ansonsten muss man hier wieder teuer Internet kaufen. Das wollen wir natürlich nicht. Da gibt es wieder 1 Gigabyte für 30 Euro oder irgend so ein Krams. Und da kannst du gerade dann ein Spiel von gucken. Und heute Abend ist noch ein Spiel. Ist nämlich Viertelfinale. Ja. Ach, jetzt sind wir hier bei der Skybar. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass die Skybar eher so ein schöner Ort ist, ne? Aber ja. Draußen sitzen. Draußen sitzen, ja. Ist nicht so fancy, ne? Ist nicht so fancy. Weißt du noch dieses diese Lounge-Bar vorne? Genau. Front von der Fähre. Absolut. Island. Ja, wer das Video mit Island noch nicht gesehen hat, ich verlinke das oben nochmal in der Ecke. Das ist schon sehr fancy gewesen. Das stimmt. Das ist hier nicht so. Aber wir haben noch nicht alles gesehen. Aber wir haben jetzt schon erfahren, warum es hier keine TV-Geräte gibt, keine großen Bildschirme. Ja. Warum denn? Was hat er uns ja, aber warte mal, aber Rugby-Fans sind ganz anders als Fußball-Fans. Ist egal, jedenfalls der Typ an der Bar hat eben gesagt, ja, wir hatten hier mal Fernsehgeräte, aber vor 4 Jahren gab es hier ein Fußballspiel und das ist völlig eskaliert. Die Leute, die zugeschaut haben, haben angefangen, sich gegenseitig zu bekriegen und es flogen Flaschen und Stühle, Tische und danach... Er wusste nicht mehr, wer genau gegeneinander gespielt hat, aber vermutlich Holland gegen England und hier fährt eine Fähre von... Ja, danach hat die Reederei beschlossen, keine öffentlichen Fußballspiele mehr auf der Fähre. Das ja. ist so zu heikel. Crazy. Ja, ja, aber deswegen gibt es jetzt hier kein Rugby zu gucken für mich. Ja, ja, verdammt. Ja, ja, gucken wir uns den Rest noch an. Ja, nach unten, nach unten. Unser kleines Nordseeabenteuer beginnt also in Amsterdam, denn von hier aus startet unsere Fähre nach Newcastle. Die Überfahrt startet täglich von 17.30 Uhr am frühen Abend und dauert etwa 16 Stunden. Das ist also eine Menge Zeit auf so einer Fähre. Und theoretisch kann man diese Zeit auch sinnvoll nutzen, denn auf dem 1987 gebauten Schiff gibt es 2 Restaurants, einen Shop, 2 Bars, ein Café, 2 Kinos und ein Unterhaltungsangebot für Kinder. Doch leider waren die Wind- und Wellenvorhersagen bereits im Vorfeld nicht ganz so gnädig zu uns. Und bereits beim Auslaufen gab es einen erneuten Ausfall bei unserer Besatzung. Also sind wir alle Mann früh in die Koje gestiegen und haben dem Klabautermann gute Nacht gesagt. Insgesamt passen 1325 Leute und 600 Fahrzeuge auf die Fähre. Das Schiff wurde 2006 general überholt, aber man merkt dem alten Kahn die Jahre schon ordentlich an. Und so bleibt uns am Ende nichts anderes übrig, als dem alten Kahn eine gute Nacht zu wünschen und unseren Kopf tief in die Koje zu drücken. Zum Glück ohne Bellen und Jaulen. Oh, also. Guten Morgen. Oh, irgendwie romantisiert man das ja immer so, auf der Fähre schön pennen. Ich habe diesmal oben gepennt, Lotti unten, weil der Seegang ein bisschen stärker war und wir ein bisschen Angst hatten, dass Lotti sonst aus dem Bett fällt. Oh, aber man schläft dann auch nicht so gut, ne? Es ist immer sehr abrupt, attackenweise, weil ab und zu kommen mal richtig große Wellen. Naja, aber jetzt geht die Sonne auf und wir gucken mal raus. Oder? Ja. Zwischen den Treppen durch, als wenn es direkt ins Wasser geht, so ein Schwimmbad zu fahren. Ich bin so gespannt und die meisten von euch, die werden es natürlich schon längst gewusst haben. Es geht nicht in den Süden. Tja, wir lieben den Norden. Wir wollen nach Schottland und haben vermutlich alle unsere Wünsche und Ideen, was uns dieses Land offenbaren soll. Wir waren noch nie in Schottland. Lotti hofft vermutlich auf Irrlichter, die ihr irgendwo am Waldrand die Geheimnisse dieses Landes verraten.
Und da das schottische Wappentier das Einhorn ist, hofft sie vermutlich auch noch ein paar Einhörner hier frei herumlaufen zu sehen. Susi hofft vermutlich wilde und durchtrainierte Schotten in Schottenröcken zu sehen, die ihre Baumstämme von den Hügeln schmeißen und irgendwas von Freiheit faseln. Naja, und ich hoffe hier mal nicht aufzufallen. Wusstet ihr, dass der Prozentsatz der Rothaarigen in Schottland am höchsten ist? Circa 13% aller Schotten haben rote Haare. Im Vergleich dazu liegt der Schnitt bei der Weltbevölkerung bei 2%. Der Legende nach kommen alle Rothaarigen von hier, aus einem kleinen Dorf, hoch im Norden. Doch rote Haare fallen ja nicht nur auf. Das Gen, das für rote Haare verantwortlich ist, sorgt nebenbei auch noch für eine bessere Vitamin-D-Aufnahme. Und das ist natürlich gerade in sonnenarmen Regionen sehr von Vorteil. Und somit hoffe ich natürlich auch nicht nur, nicht aufzufallen, sondern dass wir auf unserer Reise auch besonders viel Vitamin D aufnehmen können. Denn wir wollen heraus aus dem grauen Alltag, Richtung Himmelblau. Selber? Ich habe gestern Abend nicht mehr viel mitbekommen. Ich habe mir diese Reisetabletten reingepfiffen und bin im Sitzen eingeschlafen, bis Marco und Lotti wieder ins Zimmer kamen und es deutlich mehr geschwankt hat. Dann habe ich beschlossen, einfach noch eine zu nehmen. Und ja, ein bisschen unruhig war die Nacht. Aber wenn es ein bisschen mehr geschaukelt hat, habe ich gut aufgewacht. Dann bin ich wieder eingeschlummert. Also, so richtig erholt bin ich nicht. Aber. Durch mein schönes Wetter. Sonne scheint und in einer Dreiviertelstunde oder so legen wir an. Ich habe auch nicht so viel mitgekriegt, denn ich war gestern noch 3 Stunden mit Lotti hier in diesem super Spieleparadies, wobei Lotti sagt, das ist so okay so, je nachdem, was für Leute da sind. Also für das Kinderspielparadies lohnt sich die Fähre nicht. Ich würde auch sagen, es ist alles so ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja. Wer auf Fährfahrt steht, der sollte lieber die Fähre nach Island nehmen. Die ist auf jeden Fall spektakulärer, da kann man viel mehr machen und unternehmen. Ja. Ja. Ja, also es ist sehr auf Erwachsene hier ausgerichtet auf jeden Fall. Wobei wir wissen es gar nicht, wir haben die Party gestern gar nicht mitgemacht. Ja, aber wir sind da, als wir aufs Schiff gekommen sind, mal durchgelaufen. Es gibt halt eine riesige Bar und noch eine Diskothek und der Kinderspielbereich ist doch recht klein. Da dürfen eigentlich nur Kinder bis 6 Jahre rein oder 1 Meter Größe. Naja, gut, hat jetzt auch keiner kontrolliert, egal. Und ansonsten, ja, läufst du halt draußen hier ein bisschen rum. Ja. Genießt die Atmosphäre, aber... Eine Nacht reicht mir hier auch. Ja, solltet ihr euch übrigens fragen, was das da für Land im Hintergrund ist? Das ist England, ne? Ja. Ja. Gleich sind wir da. Schön. Ja. Ja. Wir sind ein bisschen aufgeregt. Besonders auf der falschen Seite fahren. Ja. Macht mich nervös. Ja, ihr habt schon zu Susi gesagt, die muss die ganze Zeit brüllen. Thanks. Ich bin ein bisschen aufgeregt, verrückterweise. Ich weiß gar nicht wieso. Jetzt hier gleich von der Fähre runter. Guckst du mal nach. Ist ein bisschen leicht, einen kleinen Tattering habe ich. Aber vielleicht auch, weil es heute Morgen nur einen Kaffee gab. Keine Ahnung. Das kann sein. Ja, genau. Wir stehen jetzt hier und warten. Wie ihr seht, ist mein Gesicht in dezentem rotem Licht getränkt. Aufgrund der Bremslichter des Vordermanns. Natürlich haben die auch alle schon ihre Motoren angeschmissen, obwohl es noch gar nicht losgeht. Ist ja irgendwie immer so. Die Rampe fährt gerade noch runter. Ja, die Rampe fährt gerade noch runter und so. Die sind noch gar nicht so weit. Aber auch hier steigt die Nervosität. Ist so ein bisschen wie in der Boxengasse, ne?
So, wenn die Ampel umschlägt und man denn den Moment nicht verpassen will, um aufs Gaspedal zu drücken. So fühlt sich das hier an. Ich würde es hier aber langsam an. Ja, aber genau so fühlt es sich an. Und vor allen Dingen, ich habe hier bei Google Maps schon, guck mal, ich zeige euch das mal. Hier, ne, wenn man jetzt hier runterfährt, so, dann das Erste, was kommt, ist gleich erstmal Kreisel. Ach, da freue ich mich die schon. Die erste, ne, große Herausforderung. Ganz genau. Ich bin übrigens noch nie auf der anderen Seite gefahren. Also ich bin bis dato nicht in England oder ich weiß gar nicht, wo ist es denn noch überall? Ist es in Australien auch so? Irland? Ja, aber da war ich mit einem Kumpel mal 4 Wochen, allerdings ist der da nur gefahren. Ah, und in Irland sind die Straßen so eng, da weißt du eh nicht, ob du rechts oder links fährst. Genau. Ist hier vielleicht auch so? Also ist vielleicht hier auch so, mal gucken. Ja, ich habe gesagt, fahr einfach immer den anderen hinterher. Ne? So sieht's aus. Ja, wie sieht's aus? Wie habt ihr geschlafen eigentlich so auf dem Boot? Unruhig. Immer mal wieder aufgewacht von diesem Es ging mir auch so. Es ging mir auch so. Ich hatte auch so ein bisschen oben das Gefühl rauszufallen. Deswegen habe ich immer versucht, mein Bein in Fallrichtung zu legen, damit wenn mal eine große Welle kommt. Und blöderweise hatte ich bei Google vorher die größten Wellen der Welt gesehen. Ne? Das war sehr spektakulär. Wo das guckt man sich auf jeden Fall an, bevor man auf die Fähre geht. Absolut, absolut. So, jetzt kommt langsam Bewegung rein. Aber so richtig gut geschlafen haben wir auf jeden Fall nicht. Umso größer ist die Aufregung, jetzt hier runterzufahren. Das heißt, du bist auch top vorbereitet und konzentriert, jetzt hier Auto zu fahren. Schlecht geschlafen, nicht gegessen. Ja, nur einen Kaffee, einen großen Kaffee. Gefahren. Genau, nur einen großen Kaffee gehabt. Okay, naja. So, ich fahr links, ne? Sehr gut, Schatz. Ja. Einfach den anderen hinterher. Ja, ich muss mich einfach nur die ganze Zeit so fühlen, als wenn ich dieser arrogante Drängler auf der Autobahn bin und die ganze Zeit einfach nur dran vorbei will. Mal einen großen Bogen machen, weil wir schlagen ein bisschen aus. Guck mal, da muss man nämlich noch mal einmal durch den Zoll gehen, glaube ich, oder? Ja, irgendwie auf jeden Fall sieht man hier mal schön das. Guck mal, hier sieht man mal schön das Boot noch mal. King Seaways. Gehört einer dänischen Reederei. DFDF. So, ihr denkt, ich habe auch so einen kleinen Bändchen. Ich pull a little bit further forward, just like to see in the back, then you see Charlotte. Sure. Ich geh mal ein bisschen nach vorne. Charlotte, der will nur gucken, dass du hinten sitzt. Ist das open? Ja. Yeah. It's not open. Hold on a second. Yes. Der wollte nur gucken, ob du auch wirklich da bist, weil wir deinen Pass gezeigt haben. Okay. Na, weil wir hier in einem fremden Land sind und dann... Dann kommt man hier durch, das ist ja krass. Ja. Okay, das ging ja noch vom Akzent. Links fahren, Schatz, links. Ja, ja. Aber so easy peasy mit reinkommen und so war das jetzt auch nicht, ne? Nee. Wo du gedacht hast, hm. So, eben waren wir an der Grenzkontrolle, die Pässe gezeigt. Ich musste die Mütze abnehmen. Wir mussten den mal ganz genau in die Augen gucken und dann noch an die Seite fahren, weil er hinten gucken wollte, ob Charlotte auch tatsächlich da sitzt. Aber... jetzt sind wir auf dem Weg und... Ey, ich hätte schon gedacht, dass man einfacher über die Grenze kommt. Ich hätte nicht gedacht, dass das schon also ordentlich wie eine Grenze auch gehandhabt wird, ne? Ja, schon so, ne? So, achso, ich hätte hier gar nicht rausgekommen. Das läuft ja super hier mit dem
Straße gehen. Komm, ich bin gerade froh, dass ich es jetzt gepackt habe hier. Erster Kreisverkehr. Guck mal, der zweite Kreisverkehr. Aber sie sind auch so, dass sie jetzt überall auf der Straße auch schon die Pfeilchen haben, damit man halt Gott auch weiß, Dank. Alles klar. So, ich glaube, diese Ausfahrt, ne? Nee, eine weiter. Eine weiter noch? Oh mein Gott. Es ist wirklich spannend. Mach mal Licht an. Ja. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. So, wir suchen uns jetzt einen Parkplatz, weil wir haben noch nichts gefrühstückt. Das haben wir uns auf der Fähre gespart. Und ganz genau. Dann frühstücken wir erstmal und dann zeigen wir euch, wo wir sind. Bis später. Du machst es sehr gut. Outlet Schatz. Shopping Center. Du machst es sehr gut, Schatz. Du sehr routiniert. Ich bin begeistert. So, jetzt muss ich hier einen rüber, ne? Hat er nicht gerade gesagt, einen rüber? Ist das hier beides? Ja, ne? Ach, scheiße. Ich muss nämlich doch einen rüber. Das mache ich jetzt kurz. Alter! Eichhörnchen. Da war nur ein Eichhörnchen, Schatz. Alles gut. Und hier raus. Die Reise geht natürlich im nächsten Video weiter. Bitte gebt unserem Kanal an dieser Stelle eine Chance, auch weiterhin solche Videos zu machen. Irgendwann siegt ja leider Alltag vor Euphorie. Also teilt bitte diese Inhalte, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aber vor allem, das Wichtigste ist der Himmel bei euch nass und grau? Dann schaut einfach Richtung Himmelblau. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif.